Höre auf, dich zu entschuldigen. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute geht es um ein sehr wichtiges Thema. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ich merke immer wieder, wie viele Leute sich für ganz viele Dinge entschuldigen. Und ich frage mich manchmal, ist die Sache, für die sie sich entschuldigen, eigentlich eine Sache, für die man sich entschuldigen muss? Ja, viele Deutschlerner entschuldigen sich zum Beispiel, wenn sie Fehler machen. Ja, entschuldige, dass ich so viele Fehler mache. Ja, entschuldige bitte mein schlechtes Deutsch. Ja. Aber warum? Ja, bei wem entschuldigen Sie sich? Bei mir? Wieso? Ich bin Deutschlehrer, ja, es ist mein Job, dir Deutsch beizubringen. Also brauchst du dich zumindest bei mir nicht entschuldigen dafür, dass du Fehler machst. Und wenn du denkst, du musst dich entschuldigen, dann sei dir jetzt und für alle Ewigkeit verziehen. Ja, aber die Leute entschuldigen sich auch für viele andere Dinge. Manchmal wirkt es so, als hätte diese Person wenig Selbstvertrauen. Ja, wenn ich mich häufig entschuldige, ja, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich viele Fehler mache oder dass ich nicht so gut bin und so weiter. Ja, aber wenn ich mal einfach aufhöre, mich zu entschuldigen, dann ist die Botschaft, die ich mir selber gebe, hey, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht, ja? Ich mache eigentlich die meisten Dinge richtig. Ja, natürlich ist es wichtig, sich zu entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat und wenn man etwas gemacht hat, das anderen Leuten schadet. Aber wenn man nichts getan hat, das irgendjemanden schadet, dann braucht man sich nicht zu entschuldigen. Habe Selbstvertrauen, du brauchst dich nicht zu entschuldigen, schon gar nicht dafür, dass du nicht so gut Deutsch sprichst. Ich hoffe, dieses Video inspiriert dich und ich werde mal schauen, was ihr in den Kommentaren so sagt. Wäre lustig, wenn sich jemand entschuldigt dafür, dass er sich so oft entschuldigt, wir werden sehen. Wir sehen uns in den Kommentaren und bis später. Tschüss.